Wir dürfen nun also als Mike weiterspielen. Mit der guten Jess. Darf ich die Lampe noch steuern eigentlich? Eher nicht so, oder? Hey, Knackarsch, Fotosession? Klar doch. Super. Na klar, erstmal ein Selfie, Baby. Okay. Guck doch in die Kamera, du blöde Schlampe! Oh mein Gott, das ist perfekt! Ich weiß. Ihr seid so ein heißes Paar. Oh, ich bin so gut. Wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird es vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Aha. Vermerkt. Hallöchen. Oh, ich bin einfach ein Selfie-Künstler. Das solltet ihr alle wissen. Oh, es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. So. Gehen wir jetzt eigentlich zu dieser Hütte? Ja, ne? Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. Ist dann wohl so. Braucht wohl Strom oder sowas. Wollte Josh nicht was mit einem Generator? Ja. Stimmt, war da nicht irgendwas mit einem Generator? Warte mal, von hier kommen wir her. Mike, Generator! Okay. Ja. Ja, ist doch gut. Hab doch gerade gesehen, dass da eine Abzweigung ist. Ich habe einen Hinweis übersehen. Moment, was? Habe ich irgendwas nicht blinken sehen? Generierst du mal mehr Eifer und setzt endlich den blöden Generator in Gang. Boah, halt doch die Klappe. Okay, wo war der Hinweis? Ich schein jetzt an, genauso wie du mich. Mal sehen, ob's klappt. Ganz ruhig. Wo war der Hinweis? Habe ich es irgendwo blinken? Ach, da. Hier ist wohl alles ein bisschen runtergekommen. Irgendwie schade. Privatgrundstück. Washington Anwesen. Okay. Haben wir hier noch irgendwo was? Immer alles schön beleuchten. Hey Mike, hast du bald den Generator oder was? Aber das war jetzt kein Hinweis in dem Sinne, oder? Noch was übersehen hier hinten? Ja, jetzt entschuldige, muss mich hier mal ein bisschen umgucken. Ich darf jetzt nichts übersehen, oder ich sollte möglichst was nicht übersehen. Toll, den Genie anzuschmeißen, damit's weitergeht? Ja, ich weiß. Ein Genie-Radar oder was? Muss ich noch mal ganz nach oben? Warte mal. Ich will nicht, dass ich was übersehe. Okay, das war das. Alles klar. Gut. Dann wäre das geklärt. Seht ihr, dafür sind wir ja im Stream zusammen, dass ihr mir solche Kleinigkeiten, die ich im Vorbeilaufen übersehe, mir noch ganz schnell sagt. So, den Hinweis haben wir. Okay, unter der S läuft. So, jetzt gehen wir aber zum Generator. Damit sie endlich die Klappe hält. Oh. Oh oh. Ein Totem. Gefahrtotem. Rot. Eine zukünftige Gefahr. Ashley kriegt vom Mörder aufs Maul. Okay. Jetzt haben wir aber einen neuen Teil der Vergangenheit.
Etwas später sind die Bergleute und wurden wahnsinnig. Okay, und die Bergleute wurden wahnsinnig, oder was? WTF? Gruselig. Okay, mal sehen. Boom, sehr gut, Mikey. Komm schon. Jawohl. Echt genial. Oh, ich weiß. Alter, ist das ein verschissener Ernst? Aber der hat ja gerade keine Clownsmaske auf. Gibt es verschiedene Mörder? Tada! Sesam, öffne dich. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. So, du hast die Hits. Na, da bin ich mal gespannt. Oh, die Hits. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Hallo? Ich bin sowas von gespannt, Süße. Aber echt, Mann. Wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Okay. So, das ist doch 100% ein Hinweis hier, oder? Nein? Ah, okay. Wegen Hannah und Beth. Ah, okay. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Na, entschuldige mal, also da kann man ja wohl wirklich ein bisschen Respekt entgegenbringen. Wenn wir schon so eine komische Gedenkfeier machen, wo ich von der jetzt nicht so viel halte. War das jetzt eine der Krähen? Ich höre zumindest welche. Verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Weißt du was? Scheiß drauf. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Jess! Fuck! Hey, Jessica! Ja. Hey, alles gut. Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja, kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Holy crap, war das eine gute Entscheidung. Hey, Adonis, hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Holy crap, war das eine gute Entscheidung. Okay. Hilf mir schieben. Holy crap, war das eine gute Entscheidung. Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Der war gut. Der war gut. Da war der Mörder nur noch 1 Meter an uns dran, ey. Heilige Scheiße. Wo sind wir denn hier gelandet? Bin okay.
Wow, ey, das ist richtig nice. Oh Himmel, hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit... Warte mal. Hier geht's direkt wieder nach oben. Nach oben ist, glaube ich, eine Scheißentscheidung. Da hinten war immer der Mörder. Das war eine sehr gute, heroische Entscheidung, könnte man sagen, was? Wusste ich doch, dass da ein Hinweis ist. Und noch ein Totem. Und... Weiß. Okay, und Jess, Glückstotem. Fast komplett nackt, was? WTF? Es ist ein Glück. Warum lag die da halb nackt? Ich glaube, wir müssen jetzt nach oben. Hilft ja wohl alles nix. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist aber auch eine kranke Scheiße hier. Alles klar? Ja, war knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nicht. Ja, ich finde... Also die haben ja davon geredet, von den Bergarbeitern, ne? Also das scheint dann das wohl hier irgendwie zu sein. Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Ist frisch. Ist frisch? What? Zigarrenstummel. Ein ausgedrückter Zigarrenstummel. Sieht noch frisch aus. Es muss noch jemand auf dem Berg sein. Wow. Hey. Wow. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Mystisches Symbol. Seltsame Symbole, die an die Wand der Mine gemalt wurden. Ihre Bedeutung ist unklar. Ich weiß, dass ich einen Ausschnitt mehr habe, aber ich mache jetzt nicht wegen jedem kleinen Ausschnitt sofort an. Ich mache das alle paar Ausschnitte mal. Ganz ruhig, Leute. Eins nach dem anderen. Scheiße. Gefahrenkarte der Mine. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Oh oh. So, jetzt haben wir die erste aus 1952 gefunden. Gefahrenkarte der Mine. Eine Karte mit Markierungen eines Bergbauingenieurs, die Statikmängel in der Mine zeigt. Offenbar wussten die Besitzer über das Einsturzrisiko Bescheid. Ja, gut, dass wir jetzt da sind, wa? Ich glaube, gut, soweit sind wir ganz gut in der Mine unterwegs. Aber sonderlich sicher scheint das hier nicht zu sein. Endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Oh, wir sind draußen. Na, hoffentlich ist das eine gute Idee. Na, schlimmer als in der Mine kann es eigentlich nicht sein. Warum will sie da lang? Will sie das? Warum kann ich da lang gehen? Ich traue der Show so nicht. Da hinten haben wir einen Hinweis.
Another Totem? Okay, und das ist das Totem, wie Jess aufschlägt. Wir haben aber auch das Totem gefunden, wo sie Glück hat. Also hier knallt sie ganz klar auf. Aber hier sehen wir, dass sie überlebt. Gruselig. Jetzt, meine lieben Freunde, können wir nochmal die Ereignisse der Vergangenheit angucken. Etwas später sind die Bergleute. Bis ein Einsturz sie ein... Und wurden wahnsinnig. Mörder. Nun vielen Jagden. Okay. Also Bergleute, irgendein Einsturz, sie wurden verrückt und zu Mördern? What the fuck? Was für ein unglaublicher Scheiß ist dieses Spiel bitte? Ich komme überhaupt nicht drauf klar, wie großartig dieses Spiel ist.